Hallo? Da seid ihr ja. Na, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch richtig gut. Ja, ich möchte heute gerne mit euch über ein Thema sprechen, und zwar über eines meiner allerliebsten Freizeitbeschäftigungen hier in dieser Hütte. In dieser bescheidenen Hütte. Ja, gerade in der dunklen Jahreszeit. Da-da-da! Freunde, lasst uns über Gaming sprechen. So, ich weiß, ja, zum Beispiel so die Generation meiner Eltern, die sagt immer, was macht ihr denn da? So, das ist nicht so, als wenn wir hier bing, 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 den ganzen Abend vor irgendwelchen Shootern sitzen und uns gegenseitig hier massakrieren, ne? Nein, das ist es nicht. Das ist Gaming ist einfach eine Sache, die verbindet Generationen. Gerade in diesen Online-Rollenspielen oder Online-Spielen, die man mit anderen zusammen machen kann, ja, liebe ich es einfach unwahrscheinlich, Menschen kennenzulernen. Na, man hat zumindest die Möglichkeit, diese Menschen kennenzulernen. Das sind Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkunftsländer, verschiedener ja, gesellschaftlichen Schichten, ja, aber ja, verschiedenen Alters. Aber alle haben eins gemeinsam, nämlich die spielen gerne Spiel XY. Ja, und du hast ein Thema, über was du mit denen halt sprechen kannst und erfährst dadurch halt noch ganz viele Dinge so drumherum, wenn du Bock dazu hast. Wenn du keinen Bock dazu hast, muss es ja nicht. Ja, aber das ist eine Möglichkeit, die du hast. Also Gaming verbindet Menschen und macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, dann finde ich, fördert Gaming einfach unwahrscheinlich die Kreativität. Je nachdem, welches Spiel du machst, kannst du dich einfach austoben. Ja, du kannst Dinge erschaffen. Ja, oder du kannst einfach sein, wer du sein möchtest. Du kannst ein Superheld sein, der ganz viele Kräfte hat und gut ist. Oder du kannst auch der Bösewicht sein und der Schurke, der schuft, der es anderen schwer macht. Ja, du kannst dir deine eigene Welt bauen, so wie du sie haben möchtest. Ja? Und solange das im gesunden Rahmen bleibt und du nicht 15 oder 16, 17 Stunden am Tag vor dieser Sache sitzt, ist das einfach eine geile Sache, ja, die mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Kann ich nicht anders sagen. Dann kommt halt einfach noch dieser Fakt, den ich unwahrscheinlich gerne mit Schlacki, meinem Partner, zusammen mache. Ja, das sind diese Spiele, die wie interaktive Filme aufgebaut sind. Ja, zum Beispiel zuletzt Detroit Becomes Human war einfach hammermäßig, oder Beyond Two Souls und The Last of Us und Heavy Rain. Ja, das sind mehr oder weniger Spielfilme, die über mehrere Stunden, ja, teils 16 Stunden gehen, wo du eine Woche jeden Abend oder vielleicht über 14 Tage hinweg jeden Abend eine Stunde da sitzt und einfach diese unwahrscheinlich tolle Story genießt, die wie ein Film auf dich einprasselt. Das ist ja nichts anderes. Zwischendurch drückst du einfach mal so ein Knöpfchen hier auf dem Joypad und freust dich deines Lebens, wenn du die ganzen Entscheidungen treffen kannst. Und je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, geht dann die Geschichte individuell für dich weiter. Das ist ein Erlebnis, ist das. Uns macht das unwahrscheinlich viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Und da kann man teilweise über diese Storys, die da in den Das in diesen Spielen rübergebracht werden. Das sind teilweise auch Botschaften, ne? Also das mehrwertige Dinge, die einem da vermittelt werden. Das ist nicht hier alles nur so wie hier. Das machen wir auch. Ja, hier haben wir zum Beispiel für so ein Move-System hier so ein Ding, ne?
Klar machen wir solche Sachen auch. Ja, aber das ist nicht alles nur Rumgeballer und heute sterben alle. Nein, Gaming ist so viel Freude und so viel Leidenschaft und es ist einfach herrlich. Und ich mag das einfach nicht, wenn man dann, oh, was macht ihr denn so? Was spielt ihr denn da? So ein Schwachsinn. Sucht euch mal was Vernünftiges. Nein, werde ich nicht. Weil das sind Dinge, die machen Freude, Leute. Und das hat auch nichts damit mit Realitätsverlust zu tun, liebe Leute. Ich meine, ihr kennt mich jetzt schon ein bisschen länger. Ihr habt ja gesehen, ich mache auch vernünftige Sachen und ich bin nicht hier in irgendeiner Gaming-Sucht. Ich sitze hier nicht mit fettiger Haare, so wie RTL 2 das mal in so einer Reportage dargestellt hat. Ja, alle Gamer sind fett, sind ungewaschen, ungepflegt und fressen nur Fastfood. Ich meine, gut, ich bin dick, ja, aber ich bin nicht ungewaschen. Ich sitze nicht den ganzen Tag nur vorm PC oder vor der Konsole. Und wir machen das in der kalten Jahreszeit abends. Ja. Und wir freuen uns einfach dran. Das sind einfach Dinge, die machen mir Spaß. Dann die negative Seite, die ich für mich persönlich ganz schrecklich empfinde. Ja, das sind die, je nach, es gibt Spiele, wo man dann halt als Frau in diesem Spiel oder generell als Frau, die sagt, ich spiele, spiele und ich nenne das Gaming. Ja, und freue mich daran. Ich bin als Frau. Nur weil ich mit dem Kochlöffel und mit der Wimperntusche umgehen kann, nicht einen Cent besser, nicht einen Cent schlechter als ihr in diesen Spielen. Ja, ich kann daran genauso viel Spaß und Freude erleben und mich auch darüber wahnsinnig teilweise manchmal ärgern, ja, weil Gaming ruft Emotionen hervor. Ja. Und eure Macho-Sprüche, die gehen mir so derbst, ja, gegen den Strich. Ja, oder eure sexistischen Anspielungen oder was habe ich mal für Sprüche gehört? Frauen gehören hinter den Herd und nicht an die Tastatur und so ein ganzer Schwachsinn. Ja, Leute. Ja, und das sind dann die Leute, die dann rumjammern, sie haben keine Freundin. Ja, hör mal, warum denn? Also, wenn hier Monsieur mir solche Sprüche drücken würde, da würde ich sagen, hier, piu, und tschüss. Ja. Das sind Sachen, die gehen nicht. Ja? Und da solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken. Die kotzen mich einfach an. Ich bin bestimmt keine Emanze, ja. Also die hier steht. Ich möchte genauso behandelt werden wie jeder andere. Ich bin auch gegen die Frauenquote. Ich möchte zum Beispiel nicht meinen Job haben aufgrund irgendeiner Quote, sondern ich möchte meinen Job haben, weil ich gut bin. Versteht ihr? Ja. Und so wie ihr teilweise euch benimmt, es ist einfach lächerlich, es ist peinlich, das ist beschämend. Wollte ich euch nur mal schöne Grüße. Ich hoffe, ihr regt euch jetzt auf, werdet ihr. Ja. Provokationsfluffi heute. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Provokationsfluffi. Na, es ist jedenfalls so, ihr Lieben. Man muss auch ehrlich sein. Und das ist meine ehrliche Meinung, die ich euch zu sagen habe. Ja. Und das sind auch teilweise Dinge, die mir tierisch auf meine Eierstöcke gehen. Ja, weshalb ich mit euch aktuell keine Gaming-Videos mehr teilen möchte. Ja. Darf man einfach mal so sagen. Ich habe keine Lust mehr. Dafür ist mir meine Zeit und mein Leben zu schade, für euch irgendwelche Sachen aufzunehmen, wo man dann nachher wieder nur, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht und du hast das falsch gemacht. So. Dann haben wir das ja auch schon mal abgehakt. Ne? Und generell, ich möchte in Ruhe weiter spielen, ja, und mich daran erfreuen dürfen. Und ich liebe es einfach. Wollte ich mal mit euch drüber sprechen, ja, damit ihr halt auch mal so seht, was ich halt noch so mache. Ja? Also ich habe nicht nur ernste Themen und dies, das, jenes, sondern ich habe auch einfach manchmal Sachen, wo ich einfach mit Leidenschaft
so dahinter sitze, ja, und das für mich persönlich genieße, ja, oder auch mit Schlacki zusammen, ja, und einfach Freude dabei habe, ja. Nicht hier 24/7, sondern ja, schön dosiert und als Abschluss des Tages. Versteht ihr? Na, also, das ist jetzt halt einfach nur mal so, um diejenigen vielleicht auch aufzuklären, die keine Ahnung vom Gaming haben. Soll es geben. Ja? So, meine Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch und wir werden sehen, um was es morgen geht. Das weiß ich nämlich selber noch nicht. Tschüss!